Nach Polizeieinsätzen, bei denen Angreifer mit einem Messer mehrfach von Pistolenkugeln getroffen wurden, überschlagen sich in den sozialen Netzwerken oft Kommentare wie die folgenden, darunter selbst Bundestagsabgeordnete. Kommentare von Personen, die zu ihrem Glück bisher nie einem Messerangreifer gegenüberstanden. Kommentare von Personen, die wohl Kino- und TV-Filme mit der Realität verwechseln. Kommentare, die dann Kolleginnen und Kollegen, die in so einem blutigen Einsatz waren, zu Hause oder gar im Krankenhaus, in dem ihre Wunden versorgt wurden, lesen müssen. Ja, das ist ganz bitter, wenn hier Leute, die von der Materie wenig Ahnung haben, sich dann über diese Einsatzumstände auslassen. Und genau da zielt ja unser Video hin, dass wir sagen, was sind die Umstände, wie sind diese Situationen und wir wollen hier ein bisschen Licht in das Dunkel bringen. Licht ins Dunkel bringt dabei ein völlig unabhängiger Experte, der kein Polizeibeamter ist. Florian Lahner war Rettungssanitäter und Lehrer an einer staatlichen Berufsfachschule für Notfallmedizin. Er kann beurteilen, welche Schäden Messerklingen und Pistolenkugeln verursachen. Mit der Lahner Group GmbH schult er Behörden und Zivilisten weltweit in taktischen Konzepten und Einsatztraining. Eines unserer Beispielszenarien: Ein aggressiver Mann wurde der Einsatzzentrale gemeldet. Die Streife vor Ort kann einen Abstand von knapp 6 Metern einhalten. Der Polizeibeamte kann nie ahnen, was gleich alles passieren kann. Innerhalb von 2 Sekunden stürmt der Mann plötzlich mit gezücktem Messer nach vorne. Also der große Schlüssel ist zum einen Reaktionsgeschwindigkeit. Ein Beamter geht ja nicht in eine Situation und weiß, was ihn erwartet, sondern er muss die Situation analysieren, er muss Gefährdungen erkennen, er muss insbesondere auch die Beteiligung von Unschuldigen letztendlich beachten. Es dauert also zunächst einmal vom Erkennen der Situation bis zur Entscheidung des Schusswaffengebrauches sind sehr viele Schritte zu beachten. Zweiter Faktor ist Distanz. Wir wissen von einschlägigen Forschungen und Studien seit den Mitte der 80er Jahren, dass eine Distanz entscheidend ist. Ein 7 Meter entfernter Messerangreifer schafft in etwa einer Sekunde die Distanz zum schusswaffentragenden Beamten zurückzulegen. Innerhalb dieser Sekunde ist in Entscheidungsfindungen, Zielvorgang, Schussabgabe praktisch nicht möglich. Im allerbesten Fall fällt der Schuss in dem Moment, wo auch das Messer den Beamten trifft. Ja, aber wir sind hergerufen worden und jetzt wollen wir mal abklären, was hier überhaupt passiert ist. Wer hat denn gerufen? Ja? Das geht jetzt überhaupt nichts an. Messer weg! Ja, man kann ja sehen, dass an den Beinen schon mal überhaupt gar keine Treffer vorhanden sind. Also unser Proband gibt auch selbst an, in der Stresssituation überhaupt keine Möglichkeit gehabt zu haben, sich Ziele einzeln herauszusuchen. Damit fällt eigentlich schon diese willentliche Entscheidung für Beintreffer letztendlich weg. Wenn wir einfach mal hier anfangen, der erste Treffer, der noch in Richtung Bein-Beckenregion geht, ist dieser blaue hier. Ich weiß nicht, ob man sehr gut sehen kann, aber hier ist ein Schuss reingegangen, aber wirklich eben nur einer. Und da kann man auch gleich erkennen, der hätte vermutlich keine echte Stoppwirkung gehabt, dieser Treffer. Gleichwohl, und das muss man auch beachten, ist auch ein Beintreffer an dieser Stelle durchaus potenziell tödlich wegen Verletzungen der Beinarterie. Wenn wir hier weitergehen, es gibt einige Treffer hier im Arm-Schulter-Bereich. Diese beiden Treffer halte ich eher für Durchschusswahrscheinlichkeiten für eine sehr hohe. Das heißt, sie würden auch den Angreifer in keinster Form stoppen. Möglicherweise würde diese Treffer auch erst spüren, nachdem der Angriff letztendlich vorüber ist. Dieser Treffer hat das Schultergelenk getroffen. Da wäre unter Umständen eine Bewegungseinschränkung der Schulter denkbar. Sicherer Stopp ist aber hier ganz klar auch nicht möglich. Und dann haben wir hier eine riesige Ansammlung von anderen Treffern aus all diesen Versuchen, die wir gemacht haben. Man sieht da mehrere Dinge. Zum einen, der Verteidiger, der Polizeibeamte in diesem Fall, konzentriert sich überhaupt nicht auf bestimmte Körperteile, sondern schießt einfach unter Stress, selbst im Training, unter dem Hochstress, einfach auf eine wahrnehmbare Körpermasse und hier kommen Treffer. Bauchschüsse werden in aller Regel sogar im Kampf von ihm meistens gar nicht verspürt, das heißt also keinerlei Stoppwirkung in der Kürze der Zeit. Diese Treffer hier halte ich auch eher für Durchschüsse oder Lungentreffer, die ihn sicher innerhalb der nächsten 20, 30 Sekunden nicht stoppen. Das andere, was man auch sehen kann, vielleicht an der Stelle noch, Treffer, es wird so lange geschossen, bis der Verteidiger irgendeine Form von Angriffsstopp wahrnimmt. Und das ist natürlich immer dann erst, wenn der Angreifer am Boden ist. Also Treffer zählen ist im Prinzip was nicht erfolgt. Die einzigen beiden Treffer,
denen ich hier eine gewisse Stoffwirkung zuschreiben würde, sind diese beiden hier im, sage ich mal, oberen Thoraxbereich. Dieser Treffer ist sehr mittig, das hängt ein bisschen von seiner Herz- und Gefäßlage ab. Der könnte große Gefäße treffen, könnte aber auch ein reiner Durchschuss gewesen sein. Und hier sind wir natürlich im Bereich von Herz-Aortenbogen. Der wäre definitiv in der tödlichen Kategorie. Aber auch bei diesen beiden Treffern muss man immer sagen, sie beruhen auf Volumenmangel-Schock und würden demnach auch einige Sekunden noch eine Funktionsfähigkeit des Angreifers eben garantieren und damit auch keinen sofortigen Stopp bei trotzdem tödlichen Ausgang erzeugen. Mit welch kleinen Bewegungen ein Messerangreifer maximalen Schaden verursachen kann, zeigt unser Versuch. Die meisten Leute glauben, dass man wie beim Baseballschlag ausholen muss. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele Messerattacken ja erstmal gar nicht zu sehen sind, sondern die Ausholbewegung nicht vorhanden ist. Das Messer wird aufgesetzt und geschnitten oder gestochen mit kleinen, zentimetergroßen Bewegungen, macht bereits schwere Verletzungen. Es sind nun mal keine statischen Situationen, in denen Messerangriffe geschehen. Und Abstand einhalten, um gezielt mit einem einzigen Schuss einen Angreifer sofort zu stoppen, ist nun mal völlig realitätsfern. Ja, man hat eben sehr schnell gesehen, dass dieser Angriff eigentlich fast nicht abzuwehren ist, weil es eben so unglaublich schnell passiert. Und wir sehen auch eigentlich alle relevanten Verletzungsmuster durch einen einzigen Angriff verursacht. Hier oben direkt ein Treffer im Halsbereich, potenzieller Treffer an der Arteria carotis und damit ein extrem schnelles, sekundenschnelles Verbluten des Beamten. Wir sehen hier im Bereich der Brust, wenn es ein Stich wäre, ist hier natürlich am Rand der Schutzweste ein Eindringen zu sehen und damit natürlich die Möglichkeit eines Herzstichs, der natürlich auch innerhalb von Sekunden tödlich sein kann. Wäre das hier ein Schnitt, dann wäre zumindest durch Durchtrennen der Brustmuskulatur ein Anheben des Armes hier nicht mehr möglich. Das Gleiche sehen wir hier eigentlich im Schulterbereich. Schnitte an dieser Stelle führen dazu, dass zumindest der Arm nicht mehr gehoben werden kann. Also Waffe ziehen, Messerangreifer, Arm greifen, alle diese Möglichkeiten fallen hier weg. Und hier am Unterarm, das ist eine klassische Abwehrverletzung, obwohl es nur die Unterarmaußenseite trifft, sind hier im Prinzip alle relevanten Sehnen und Muskeln durchtrennt, die den Fingeröffnung in dem Fall machen. Das heißt, wenn er irgendwo zugegriffen hat, hat er keine Möglichkeit, den Arm oder ein anderes Einsatzmittel wieder loszulassen und zu greifen, weil die Faustöffnung letztendlich verloren gegangen ist. Unabhängig davon kommt natürlich zu den Funktionsbeeinträchtigungen immer auch ganz klar der Schock, der Schmerz hinzu, der seine Verteidigungsfähigkeit letztendlich innerhalb von Sekundenbruchteilen auf Null reduziert. Überlebenswahrscheinlichkeit hier sehr, sehr, sehr schlecht. Vor allem das hier und das hier macht mir Probleme, weil eben so körpernahe Verletzungen auch außerhalb der Klinik ganz, ganz, ganz schlecht und schwer zu versorgen sind. Viele Kritiker des Schusswaffengebrauchs sind auch der Meinung, mit dem Schlagstock ließe sich doch ein Messer ganz einfach aus der Hand schlagen. Also der Einsatzstock ist insofern vielleicht eine Distanzwaffe im Anführungszeichen, weil er mir erlaubt natürlich Wirkung an das Gegenüber aus einer gewissen Distanz, also Armesreichweite plus Stocklänge anzubringen. Letztendlich hindert aber den Angreifer mit dem Messer überhaupt nichts daran, sich zum Beispiel passiv einfach mit einem Arm zu schützen, vielleicht auch eine Fraktur hier in Kauf zu nehmen und dann den Einsatzstock eben zu unterlaufen. Und auf extrem kurze Distanzen nah am Mann ist der Einsatzstock für die allermeisten Anwender eigentlich eher ein Hindernis als ein Vorteil. Ganz unabhängig davon ist es völlig unmöglich, einen schnellen, bewegten Messerarm eigentlich sicher zu treffen. In Kino- und TV-Filmen bleiben Angreifer sofort stehen und reiben sich die Augen, wenn sie Reizgas abbekommen haben. Also wir haben ja heute schon mehrfach diskutiert, dass auch der Wirkungseintritt zwischen Treffer und Wirkung des Treffers bei der Schusswaffe unter Umständen im Sekunden- bis Minutenbereich liegen kann. Der ist natürlich bei Reizstofftrübegeräten noch viel länger. Das heißt, vom Kontakt in den Augen mit dem Reizstoff bis zu einer Reaktion vergehen Minuten, selbst wenn Sekunden vergehen, in 3 Sekunden sind 10, 20, 15 Messerstiche auf den Beamten möglich. Das andere ist, dass bei Stress, bei Einfluss von Alkohol, Drogen und ähnlichen Substanzen vielleicht überhaupt gar kein Wirkeintritt vom Reizstoffsprühgerät zu verzeichnen ist. Laut Florian Lahner bleibt am Ende die Pistole das einzig wirksame Einsatzmittel, um zu versuchen, Messerangreifer so schnell wie möglich stoppen zu können und Schaden vom eigenen Leben abzuwenden. Doch eine entsprechende Statistik über Messerangriffe, aus der dann auch Lehren für die Schulung der Polizeibeamtinnen und Beamten gezogen werden können, gibt es in Bayern bisher nicht. Nein, es gibt kein Lagebildmesser und das ist ja unsere gewerkschaftliche Forderung. Wir wollen ein solches Lagebild haben. Wir wollen einen Überblick haben über die Anzahl, ganz klar, wie viele solche Angriffe mit dem Tatmittelmesser geschehen. Aber wir wollen darüber hinaus natürlich auch wissen, welche Personen
sind hier die Täter, welche Einflüsse wirken auf diese Täter, sind sie alkoholisiert, haben sie Drogen genommen. Wir wollen auch die entsprechenden Verletzungen hier gesammelt wissen und auch, wer sind die Opfer.